Türen sind drin, alles ist abgeklebt und der Lack ist vorbereitet. Und jetzt geht's ans Lackieren. Das seht ihr heute in diesem Video, aber wir werden das Auto auch zusammenbauen. Das heißt, Räder drauf, höher legen und am Ende des Videos werdet ihr sehen, wie er von außen aussehen wird. Wenn euch das interessiert, dann jetzt einfach dranbleiben, schon mal ein Like da lassen, den Kanal abonnieren und jetzt viel Spaß in diesem Video. Ich habe mich entschieden, dass ich die Stoßstangen selber in schwarz absetze, damit das Ganze ein bisschen mehr Kontur bekommt. Die kann man natürlich auch neu kaufen und schon fertig vorbereitet fürs Lackieren. Das habe ich gemacht, weil bevor man jetzt anfängt, die anderen Stoßstangen irgendwie runterzuschleifen und dann zu primern und so, kann man sich einfach was besorgen, was schon komplett fertig ist für einen vernünftigen Kurs. Jetzt werden die einmal nochmal schwarz gemacht, dann bauen wir das Ganze zusammen und dann gibt es das erste Gesamtbild. Und Fahrwerk und Federn sind schon drin. Das sieht schon ziemlich geil aus, aber ich zeige euch das erst später. Damit der Lack richtig hält, einmal vorher nochmal entfetten. Man weiß nie, wer die Stoßstange alle als angefasst hat. Mit Silikonentferner. Und nachdem das passiert ist, können wir auch schon lackieren. So, ich habe jetzt den Härter hinzugefügt und jetzt wird das einmal vernünftig durchgeschüttelt. Und dann können wir auch schon lackieren. So, das ist jetzt eine Unterbodenschutzpistole, also womit man Unterbodenschutz normalerweise aufträgt. Und das ist eigentlich perfekt, wenn man noch nie mit einer Lackierpistole gearbeitet hat. Dann ist sie super einfach zu bedienen, weil man nichts einstellen muss außer den Druck. Der muss zwischen 2 und 4 bar liegen, damit das vernünftig rauskommt. Also, wenn ihr einen Kompressor habt, stellt das auf 2 bis 4 bar ein und dann einfach drauf drücken, 20 cm Abstand und gleichmäßig lackieren. Und das ist das, was wir jetzt machen. Wenn man jetzt eine Lackierpistole hätte, könnte man auch noch verschiedene Drücke, verschiedene Düsen benutzen. Dadurch würde man das Spritzbild nochmal verändern und einstellen könnte man das damit. Das Problem ist aber, damit muss man auch mal gearbeitet haben. Ist die Düse zu fein, verstopft die häufig und das ist absolut unproblematisch. Das heißt, wenn ich so ein Set kaufe, das ist jetzt von eBay, einfach zusammenbauen, schütteln, Druck drauf und los geht der ganze Spaß. Also, auf geht's! We'll be right back.
Der Bus ist wieder zu Hause und jetzt beginnt das große Puzzle. Und bevor ich euch zeige, wie das Konzept nachher aussieht, will ich einmal ein paar Teile anbauen, damit man ungefähr erahnen kann, wie es nachher wirkt. Und zwar baue ich die Stoßstangen vorne hinten an, baue den Grill ein, baue die Scheinwerfer ein und dann zeige ich euch das Konzept und wie ich mir das Ganze vorstelle. Und da kann ich schon drauf freuen. Aber jetzt erstmal ein paar Teile anbauen. Jetzt endlich kann man das Komplettkonzept sehen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Was jetzt noch fehlt ist, ich muss den ganzen Bus zusammenbauen. Hier und da werden Kleinigkeiten noch nachgearbeitet, aber das ist halt immer so bei so einem Projekt. Was ich besonders gut finde, ist die Höherlegung mit den Offroad-Reifen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich da noch so einen Flare-Fender dran mache, also Spurverbreiterung oben um die Radläufe. Und was meint ihr? Vorne Bullenfänger? Ja oder nein? Was auf jeden Fall noch drauf kommt, ist ein Dachgepäckträger mit Arbeitslampen. Und dann ist das so ein cooler Mix zwischen diesem Offroad und aber irgendwie auch eine Multivan. Hinten kommen noch Scheiben rein. Die habe ich auch schon da, zeige ich euch gleich. Das kommt aber erst nächste Woche. Was jetzt ist, ist noch ganz viel Kleinarbeit. Das heißt, ich muss alles vernünftig zusammenbauen, alle Schrauben wiederfinden, alle Dichtungen rein, hier und da was nachjustieren, dass alle Spaltmaße wieder stimmen und sowas alles, gerade die Türen einstellen. Das mache ich ohne euch und dann hole ich euch wieder dazu, wenn wir die nächsten Sachen machen. Und zwar nächste Woche gibt es ein Video, wo ich die Fenster einbaue. Das heißt, Beifahrertür kommt ein Fenster rein, hinten kommen Dummies rein und das gibt es nächste Woche. Also jetzt schon mal Kanal abonnieren und ich bin gespannt, was ihr zu dem Konzept sagt, wie ihr die Farbe findet und wie ihr das findet, dass ich das vorne abgesetzt habe mit diesem Schwarz. Einfach Kommentare unten lassen, ich freue mich über jeden Kommentar und das war's von mir diese Woche. Wir sehen uns dann nächste Woche.